Es ist jetzt 7.06 Uhr. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden und jetzt geht's auf in die Schweiz, in den Urlaub. Pfingsten 2019. Julian ist sehr müde, hat ein bisschen Bauchweh. Der Daniel hat sich eingekuschelt. Und jetzt geht die Fahrt ab. Mal gucken, wann der Erste was anfängt zu essen. Wir stoppen die Zeit. Jetzt ist es 7.06 Uhr. Gucken wir mal. Wir haben es 8.40 Uhr. Das große Essen hat begonnen. Also schon vor ein paar Minuten. Der Julian hat verloren. Er hat als Erstes angefangen zu essen. Und genau, und jetzt sind die Nuggets dran. Wir haben nämlich die Nuggets aufgebacken. Der Julian hat hier ein kleines Schälchen mit Ketchup. Und da sind die Nuggets. Der Daniel isst alle Äpfel auf. Es sind 4 Stück. Mal gucken, wie viel wir abbekommen. Ja. Geschlafen haben sie auch schon, die kleinen Mäuse. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt 8.40 Uhr. Also wir sind jetzt so 1,5 Stunden unterwegs. Und die Sonne scheint. So, wir sind in der Schweiz jetzt angekommen. Um 11.41 Uhr haben wir die Grenze passiert. Hier sind noch alle fit. Die Kinder spielen sich durch den Tag. Die kleinen Zocker. Äpfel sind alle. Rund 250 Kilometer. 250 Kilometer haben wir noch, jawohl. So knapp 3 Stunden, bis wir dann da sind. Okay. Autobahn runter und fahren jetzt noch den Rest des Weges, die letzten 6,1 Kilometer, hier so ein paar süße Sträßchen am Berg entlang, nach Mayenne de Chamonix, wenn ich das jetzt richtig gesprochen habe. In 6 Kilometern rechts abbiegen und weiter auf bis Mainz. Wunderschöne Ausblick. Berge mit Rüben, mit dem Schnee noch. Ja.
Die laufen da hoch, oder was? So. Vielleicht laufen die noch höher. Ein spannendes Schauspiel. Alles gefunden, was wir brauchen. Gut sortierte Küche, alles wunderbar. Unser erster Abend hier, chillig auf dem Sofa. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich ja hier schön von oben raus eingeschenkt habe, diesen leckeren Weißwein, den sie uns hingestellt haben. Und von oben sah das gar nicht so viel aus in den Gläsern. Aber wenn man jetzt mal von hier guckt und diese Mördergläser, also das ist meine Hand und das ist das Glas, ne, dann sieht man schon, ist ungefähr gleich groß und die Flasche ist jetzt schon halb leer.